Hallo zusammen. Heute wollen wir über die Auferstehung der Toten reden. Die Auferstehung der Toten, das ist neben der Idee von einer unsterblichen Seele und neben der Idee von der Reinkarnation die dritte große klassische Vorstellung vom Leben nach dem Tod, die wir in den Weltreligionen antreffen können. Auferstehung von den Toten bedeutet, der Tod des Körpers ist nur das vorläufige Ende unserer Existenz. Zwar endet unser Leben mit unserem Tod, aber am Ende der Zeiten wird Gott den Menschen wieder ins Leben rufen. Das heißt, unser Körper wird irgendwann nach unserem Tod wieder lebendig werden. Das Leben, das wir gelebt haben und das zu Ende gegangen ist, setzt sich nach einer Unterbrechung durch göttliches Eingreifen fort. Dieser Auferstehungskörper, der ist identisch mit dem Körper, der gestorben ist. Also der Körper, in dem ich gelebt habe, wird auch der Körper sein, in dem ich nach meinem Tod, nach der Wiederauferstehung weiterleben werde. Allerdings möglicherweise in einer etwas anderen Form. Also die christliche Tradition spricht hier beispielsweise von dem verklärten Körper, dem Auferstehungsleib. Was genau das bedeutet und wie dieser Körper verändert werden könnte, darüber müssen wir gleich noch ein bisschen näher sprechen. Diese Fortsetzung meines Lebens irgendwann nach meinem Tod ist ein Wunder durch das Eingreifen Gottes. Es beruht also nicht auf irgendwelchen naturgesetzlich erklärbaren Vorgängen. Diese Auferstehung ist etwas, was dem natürlichen Lauf der Welt eigentlich zuwiderläuft und nur durch göttliches Eingreifen möglich wird. Damit setzt nun allerdings die Auferstehungslehre im Gegensatz zu den beiden anderen Theorien, die wir bisher kennengelernt haben, ganz explizit und zwingend die Existenz Gottes voraus. Die Lehre von der Auferstehung der Toten, das ist die traditionelle Vorstellung vom Leben nach dem Tod im Christentum, im Judentum und auch im Islam, wenn auch nicht immer in exakt gleicher Form. Und insbesondere in der Gegenwart ist dieser Aspekt, dass das Christentum eigentlich die Auferstehung der Toten lehrt, etwas zugunsten einer Vorstellung von einer unsterblichen Seele in den Hintergrund geraten. Historisch betrachtet finden wir in den ältesten Formen des Judentums eigentlich noch gar keine Idee von einer Auferstehung. Also wenn Sie sich in den Pentateuch reinschauen, also die fünf Bücher Mose, da kommt das überhaupt nicht vor. Da sieht es eher so aus, als wäre das Leben mit dem Tod endgültig beendet, beziehungsweise vielleicht gibt es dann auch so etwas wie eine unterirdische Schattenwelt, ganz ähnlich dem rumerischen Hades. Aber auch das ist nicht so wirklich eindeutig rauszulesen. Erst in späterer, also so ungefähr in hellenistischer Zeit, bildet sich diese Idee einer Auferstehung der Toten heraus. Zu Lebzeiten Jesu und zur Entstehungszeit des Neuen Testamentes ist die Auferstehung der Toten eine im Judentum verbreitete Idee, die allerdings nicht universal akzeptiert wird, also die auch innerhalb des Judentums zu Zeiten der Lebzeiten Jesu kontrovers diskutiert wird. Jesus übernimmt sie dann aus dem jüdischen Glauben seiner Zeit und so gelangt die Idee der Auferstehung der Toten dann ins Christentum hinein. Im Christentum selbst verbindet sich dann allerdings diese Idee vom jüdischen Auferstehungsglauben relativ schnell mit der griechisch-platonischen Idee einer unsterblichen Seele, insbesondere eben durch die Mission und Ausbreitung des Christentums innerhalb der hellenistischen und spätantiken Welt. Im antiken Judentum sieht die Vorstellung nun so aus: Eigentlich ist der Mensch mit dem Tod des Körpers wirklich tot. Also das Leben ist nach dem Tod vollständig beendet. Und erst wenn Gott eingreift und am jüngsten Tag den Körper wieder zum Leben erweckt, wird das Leben fortgesetzt werden. Im Christentum sieht die Sache dann schon relativ bald etwas anders aus. Im Christentum kommt nämlich diese griechisch-platonische Idee der unsterblichen Seele noch dazu. Die Seele als Träger der Person bleibt nach dieser Vorstellung bestehen und wird nach dem Tod des Körpers von Gott quasi aufbewahrt, könnte man sagen. Am jüngsten Tag, am Ende der Zeiten, fügt dann Gott diese aufbewahrte Seele und den auferstandenen Körper wieder zusammen und das Leben des Individuums als körperlich-seelische Einheit wird fortgesetzt werden. Die muslimische Vorstellung ähnelt in vielen Punkten weitgehend der christlichen Vorstellung, also auch was diesen internen Quasi-Dualismus angeht, dass es eine Seele gibt, die aufbewahrt wird bei Gott und dann mit dem wiederauferstandenen Körper wieder zu einer Einheit zusammengefügt wird. Und der philosophisch wichtige Punkt an der Auferstehungslehre ist nun folgender. Für diejenigen, die eine Auferstehungslehre vertreten, ist der Mensch immer eine psychophysische Einheit, also eine Einheit von Körper und Seele. Die Seele allein ist eben noch nicht das Individuum bzw. der Mensch. Der christliche antike Kirchenvater Irenäus sagt, die Seele des Menschen
ist noch kein Mensch. Sie ist auch kein geistiger Mensch, sondern sie ist nur ein Teil des Menschen. Er drückt das so aus, wenn er sagt, das bloße fleischliche Gebilde ist kein vollkommener Mensch, sondern nur sein Leib und ein Teil des Menschen. Ebenso wenig ist die Seele an sich der Mensch, sondern eben nur Seele und ein Teil des Menschen. Noch ist der Geist der Mensch, sondern bloß Geist und kann nicht Mensch genannt werden. Die innige Vereinigung aber von all diesen macht den vollkommenen Menschen aus. Also für Irenaeus ist die Sache klar, kein einzelner Teil des Menschen, weder der Körper noch die Seele, kann für sich beanspruchen, der Mensch als Ganzer zu sein. Und Thomas von Aquin drückt das ganz prägnant aus, wenn er sagt, anima mea non est ego, meine Seele bin nicht ich. Nur wenn die, also wenn nur die Seele gerettet wird, dann werde ich nicht gerettet. Insofern kann die einzige Möglichkeit, den Tod zu überleben, die sein, den Tod als ganzer Mensch zu überleben, als ich, das heißt als körperlich-seelische Einheit. Die Seele kann natürlich für Thomas auch vom Körper getrennt werden. Sie ist sein animierendes Prinzip und sie ist auch der Träger des Bewusstseins. Das steht nicht zur Debatte. Aber sie ist nicht das Ich. Und in diesem Punkt unterscheidet sich Thomas ganz massiv beispielsweise von Descartes, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Sie erinnern sich, Descartes sagt, was bin ich? Ein denkendes Ding. Ich bin meine Seele. Und genau entgegengesetzt sagt Thomas nun, nein, meine Seele bin nicht ich. Irenaeus, Thomas, viele andere christliche, jüdische und muslimische Denker würden auf diese Aussage von Descartes antworten, nein, nur als ganzer Mensch bin ich ich und als ganzer Mensch bin ich eine Einheit von Körper und Seele. Die Auferstehungslehre ist damit metaphysisch betrachtet so eine Art Hybridvorstellung, wenn Sie so wollen. Ursprünglich ist sie eigentlich monistisch. Sie sagt, Körper und Seele existieren nur als eine Einheit, also diese ursprünglich jüdische Idee der Auferstehung kennt gar keine unsterbliche Seele, die den Tod des Körpers überlebt, sondern hier ist der Mensch eine körperlich-seelische Einheit, die mit dem Tod zugrunde geht und von Gott irgendwann durch ein Wunder wieder neu geschaffen wird. Im Christentum und auch im Islam haben wir dann eher so eine Mischung aus dem jüdischen Monismus und dem platonischen Dualismus. Seele und Körper sind zwar ontologisch betrachtet voneinander unabhängig, also zwei verschiedene Substanzen, aber sie sind anthropologisch betrachtet untrennbar. Nur als Einheit machen sie den gesamten Menschen aus. Deswegen kann es für diejenigen, die an eine Unsterblichkeit durch Auferstehung glauben, nur dann ein Leben nach dem Tod geben, wenn dieses Leben nach dem Tod nicht fundamental anders ist als das Leben vor dem Tod. In beiden Fällen muss es sich nämlich um ein Leben als eine verkörperte Person halten, als eben eine psychophysische Einheit. Nun, diese Auferstehungslehre hat natürlich einige durchaus interessante Vorteile gegenüber den beiden anderen Lehren vom Leben nach dem Tod, die wir bisher besprochen haben. Sie erinnern sich, als wir über die unsterbliche Seele gesprochen haben, da haben wir eine ganze Reihe von Problemen ausgemacht, die diese Vorstellung sehr kritisch erscheinen lassen. Zwei davon waren das Problem der Individuation und das Problem der Konsistenz. Also um es nochmal kurz zu wiederholen, Individuation heißt die Frage, wie kann eine körperlose Seele eigentlich als dieselbe Person identifiziert werden? Normalerweise funktioniert Identifikation über körperliche Merkmale oder hängt mit körperlichen Merkmalen zusammen. Im Fall einer körperlosen Seele ist das natürlich nicht mehr möglich. Also wie könnte ich überhaupt jemanden als dieselbe Person identifizieren, die irgendwann mal gestorben ist, wenn ich keinen Körper mehr habe, an dem ich das festmachen könnte? Und Konsistenz, nun, das Konsistenzproblem war, wie ist überhaupt ein Leben als körperlose Seele vorstellbar? Beide Probleme sind für die Auferstehungstheorie relativ leicht zu lösen. Individuation geschieht nach der Auferstehung genauso wie vorher, nämlich über den Körper. Es gibt ja noch einen Körper, den Auferstehungskörper. Auch die üblichen körperlichen Merkmale, die wir so haben und die als Kriterien der Individuation dienen, die bleiben erhalten. Unsere Körper bleiben raumzeitlich lokalisiert. Also eigentlich ist alles genauso wie jetzt, bis auf die Tatsache, dass wir eben von den Toten auferstanden sind. Aber hinsichtlich der Individuation von Individuen gibt es in der Auferstehungswelt keine nennenswerten Probleme, die wir nicht auch in der gegenwärtigen Welt lösen könnten. Und ebenso ist die Konsistenzfrage relativ unproblematisch. Sie erinnern sich, das Problem bei dieser Konsistenzfrage war ja, wie kann ich mir eigentlich sinnvoll vorstellen, eine körperlose Seele zu sein? Die meisten Begriffe, die wir von irgendwelchen geistigen Vorgängen haben, wie Sehen, Hören, Denken, Handeln und so weiter und so fort,
die hängen ja ganz eng mit körperlichen Konzepten zusammen. Welchen Sinn macht es, von Sehen zu reden, wenn man keine Augen mehr hat? Wie soll eine körperlose Seele denn dann noch etwas sehen können? Das Problem fällt auch hier einfach weg. In der Auferstehungswelt gibt es einen Auferstehungskörper und auch dieser Körper wird Augen haben. Insofern kann man einfach sagen, wir werden in der Auferstehungswelt weiterhin Dinge sehen und hören können und so weiter und so fort mit unserem Körper. So wie in der bisherigen Welt auch. Nur ist das dann eben ein Auferstehungskörper, nicht mehr dieser Körper, den wir jetzt haben. Also hinsichtlich der Vorstellbarkeit bereitet die Auferstehungstheorie überhaupt keine Probleme. Das Leben nach dem Tod ist wie das Leben vor dem Tod, so wie unser jetziges Leben ein Leben als verkörperte Person. Wenn unser aktuelles Leben als verkörperte Person denkbar ist, und naja, das ist es ganz offensichtlich, denn dieses Leben als verkörperte Person ist ja aktuell gerade real. Also wenn das vorstellbar ist, und es ist vorstellbar, weil es real ist, dann muss auch das Leben im Auferstehungskörper vorstellbar sein. Und nicht zuletzt ein anderer Vorteil, den man auch noch erwähnen sollte, die Wiederauferstehungslehre wirkt in einigen Punkten durchaus attraktiver als das Leben als körperlose Seele. Stellen Sie sich das nochmal vor, eine körperlose Existenz, eine Seele allein in ihren Gedanken, ohne Wahrnehmungen, ohne Körper, mit den eigenen Gedanken in einem endlosen schwarzen Nichts versunken, das ist nicht besonders wünschenswert eigentlich. Die Auferstehungslehre hingegen kann all das, was uns aktuell an unserer körperlichen Existenz so gefällt, einfach mit in die Auferstehungswelt retten und damit das Leben nach dem Tod deutlich interessanter und attraktiver gestalten. Wobei man sagen muss, laut christlicher Lehre, nicht unbedingt alles, was in der gegenwärtigen Welt das körperliche Leben so attraktiv macht, kann mitgenommen werden in die Auferstehungswelt. Thomas von Aquin beispielsweise erklärt, alles das, was mit der Vergänglichkeit des Körpers zusammenhängt, das fällt dann weg. Also beispielsweise gibt es keine Körperausscheidungen mehr, auch kein Essen und Trinken und entsprechend brauchen wir auch keine Fortpflanzung und demnach keinen Sex mehr, weil eben alles das nur mit der Vergänglichkeit der Wesen und der Wiedererzeugung der Spezies zu tun hat. Allerdings, sagt Thomas, es wird auch keine Kleider geben, weil wir nichts mehr brauchen, um uns vor der Kälte zu schützen. Was auch immer man dann von dieser Auferstehungswelt halten mag. Wie sieht es aber nun auf der anderen Seite aus? Wie sieht es aus mit Problemen der Auferstehungstheorie? Nun, das Problem, sich eine solche Auferstehungstheorie vorzustellen, das liegt an einer anderen Stelle, nämlich bei der Frage, warum sollte man eigentlich an die Auferstehung von den Toten glauben? Und hier gibt es zwei wesentliche Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit könnte man als das Begründungsproblem bezeichnen. Warum sollten wir das glauben? Also was spricht eigentlich dafür, dass es eine Auferstehung gibt? Bisher haben wir nichts weiter als ja, göttliche Offenbarung, die uns das ankündigt. Und wenn diese Offenbarung vertrauenswürdig ist, dann dürfen wir das wohl glauben. Aber wenn diese Offenbarung nicht vertrauenswürdig ist, könnte es irgendwelche anderen Gründe dafür geben, dass es irgendwann eine solche Auferstehung von den Toten geben wird. Das ist ziemlich problematisch, denn definitionsgemäß ist die Auferstehung von den Toten ein Wunder, also ein Prozess, der sich nicht aus den Naturgesetzen erklären lässt. Das bedeutet, keine Beobachtung der Natur oder der Realität könnte irgendwelche Indizien oder Hinweise liefern, die für die Auferstehung sprechen. Denn wenn es solche Indizien oder Hinweise in der gegenwärtigen Realität gäbe, dann würde das ja bedeuten, dass die Auferstehung eben doch kein Wunder ist, sondern doch irgendwie naturgesetzlich erklärbar wäre. Aber per Definition ist das ausgeschlossen, sonst wäre es eben kein Wunder. Außerdem, ebenfalls definitionsgemäß, findet die Auferstehung erst am Ende der Zeiten statt. Also nicht jetzt oder irgendwann in der Vergangenheit, sondern irgendwann in einer fernen Zukunft. Es kann also auch keinerlei bisherige Beispiele für Auferstehung geben. Niemand ist bisher von den Toten auferstanden, sodass wir eine Art Fallbeispiel hätten, auf das wir verweisen können für die Möglichkeit von Auferstehung. Die Auferstehung der Toten ist eine Vorhersage über die Zukunft. Und diese Vorhersage über die Zukunft kann in keinster Weise aus der Vergangenheit des Universums abgeleitet werden. Eine empirische Begründung dafür, dass es eine Unsterblichkeit durch Auferstehung gibt, ist damit von vornherein ausgeschlossen. Von der Sache her ist eine solche Begründung gar nicht möglich.
Das ist anders als bei Theorien der unsterblichen Seele oder Theorien der Reinkarnation. Die machen zumindest prinzipiell überprüfbare Vorhersagen. Deswegen gibt es auch so etwas wie empirische Reinkarnationsforschung oder deswegen sind Nahtoderfahrungen interessantes Belegmaterial für oder gegen die These von einer unsterblichen Seele. Bei der Auferstehungslehre gibt es nichts, was diese Funktion übernehmen könnte. Man könnte jetzt natürlich aus einer religiösen Perspektive darauf verweisen, dass wir doch zum Beispiel die Auferstehung Jesu haben und sagen, naja, bitteschön, hier ist doch der Proof of Concept, hier wurde gezeigt, dass es möglich ist, von den Toten aufzuerstehen durch ein Wunder. Aber das setzt jetzt natürlich voraus, dass diese Annahme, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, in sich glaubwürdig ist. Und das selbst ist wieder, naja, sagen wir es mal vorsichtig, zumindest strittig. Das zweite Problem für die Auferstehungslehre betrifft ihre Vorstellbarkeit. Wir haben zwar gerade eben bei der Diskussion über die Konsistenz gesagt, dass das Leben als wiederauferstandene Person in sich problemlos vorstellbar ist. Aber alles andere als problemlos vorstellbar ist hingegen der Übergang von einer toten Person zu einer wiederauferstandenen Person. Es ist ziemlich schwierig, sich vorzustellen, wie ein eigentlich toter Mensch wieder ins Leben zurückkehren kann. Denn wir haben ja gesagt, der Tod ist das endgültige Ende des Lebens. Wenn dieses Leben endgültig zu Ende ist, würde das eigentlich von vornherein dagegen sprechen, dass man überhaupt zurückkehren kann vom Tod ins Leben. Auferstehung setzt also notwendigerweise eine Lücke in der Existenz voraus. Unser Leben würde also nach der Auferstehungslehre aus zwei voneinander distinkt getrennten Phasen bestehen, einer aktuellen Lebensphase und einer weiteren Lebensphase in der Auferstehungswelt, die durch einen vielleicht viele Jahrtausende, ja Millionen langen Zeitraum der Nichtexistenz voneinander getrennt sind. Dann ist jetzt die interessante Frage an dieser Stelle hier, kann die Identität einer Person überhaupt über diese Lücke in ihrer Existenz hinweg gerettet werden? Kann ich trotz eines vielleicht Millionen Jahre langen Zeitfensters der Nichtexistenz sagen, dass diese Person in der Auferstehungswelt ich bin? Und wenn ja, wie kann ich das sagen? Wie könnte ich begründen, dass diese Person nach der Auferstehung mit mir jetzt identisch ist? Auferstehung ist ja nur dann vorstellbar, wenn die Person, die gestorben ist, auch identisch ist mit der Person, die wieder aufersteht. Aber was könnte das eigentlich garantieren? Und hier sind wir jetzt wieder beim Kernproblem der Auferstehungslehre, wie überhaupt beim Kernproblem aller Unsterblichkeitslehre, nämlich der Frage nach der Identität und der, nach dem Aufrechterhalten der Identität. Die zentrale Idee der Auferstehungslehre ist ja, dass ich am Ende der Zeiten von den Toten zurückkehre. Mein Leben setzt sich nach einer längeren Unterbrechung fort. Also muss es ja auch ich sein, der vor und nach dieser Unterbrechung existiert. Meine Existenz ist gap-inclusive, wie man das technisch ausdrücken könnte, schließt also eine Lücke ein und alles, was vor und was nach dieser Lücke liegt, muss Bestandteil meines Lebens sein. Ich muss es sein, der vorher und nachher existiert. Da ich nun eine psychophysische Einheit bin für die Vertreter der Auferstehungslehre, muss es also auch mein Körper sein, der wieder aufersteht. Ich bin etwas, das mit einem bestimmten Körper fest verbunden ist. Also muss dieser Körper auch wieder ins Leben zurückkehren. Damit sind alle Auferstehungstheorien darauf angewiesen, in irgendeiner Weise zu erklären, worin die Identität meines Körpers besteht. Nun, worin besteht die Identität meines Körpers? Im Alltag ist das meistens relativ unproblematisch, da können Sie einfach auf die raumzeitliche Kontinuität Ihres Körpers verweisen. Mein Körper, das ist der Körper, mit dem ich geboren wurde und der seitdem in einer ungebrochenen Linie raumzeitlicher Kontinuität weiter existiert. Also ich könnte vom gegenwärtigen Zustand meines Körpers aus lückenlos die Geschichte dieses Körpers in Raum und Zeit zurückverfolgen bis an den Anfang meiner Existenz. Es gibt also keine Löcher in seiner Existenz, wenn Sie so wollen. Also jedes Stadium, jedes raumzeitliche Stadium meines Körpers ist nahtlos und lückenlos verbunden mit einem vorherigen Stadium bzw. mit einem folgenden Stadium dieses Körpers.
wenn sich auch die Materie meines Körpers ständig ändert, also in den letzten 30 Jahren sind diverse Atome in meinem Körper ausgetauscht worden, vielleicht ist kein einziges Atom von damals mehr heute Bestandteil meines Körpers, aber das macht nichts, es ist trotzdem noch derselbe Körper. Die Kontinuität durch Raum und Zeit garantiert die Identität. Soweit so klar, im Alltag ist das also kein Problem. Aber bei der Auferstehung, da funktioniert das natürlich nicht mehr, denn die Kontinuität ist ja unterbrochen worden und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz radikal. Mein Körper hat aufgehört, als Körper zu existieren. Er verwest, zerfällt, wird in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und kommt irgendwann 1000 Millionen Jahre später wieder ins Leben zurück. Irgendwie muss Identität des Körpers jetzt an der Stelle, über diese Lücke hinweg gerettet werden. Wie soll das gehen? Nun, zwei Theorien sind hier grundsätzlich möglich. Das eine ist eine Identitätstheorie. Die Identitätstheorie besagt, der Auferstehungskörper und der vorher lebende, jetzt gestorbene Körper sind identisch. Genauer gesagt, sie sind numerisch identisch, also der Zahl nach nur ein einziger Körper. Wie kann das sein? Das kann dann der Fall sein, wenn der Auferstehungskörper aus der Materie besteht, aus der auch der gestorbene Körper bestanden hat. Also über die gleiche Materie wird diese Kontinuität doch wieder aufrechterhalten. Auferstehung wäre in diesem Sinne, laut der Identitätstheorie, zu verstehen als ein buchstäbliches Wiederlebendigwerden. Derselbe Körper, dieselbe materielle Konstitution des Körpers wird von Gott wieder ins Leben gerufen. Die Alternative dazu wäre eine sogenannte Duplikattheorie. In der Duplikattheorie sind der Auferstehungskörper und der ehemals lebendige, jetzt gestorbene Körper qualitativ identisch. Aber sie sind eben nicht numerisch identisch. Gott erschafft hingegen am Ende der Zeiten ein Duplikat des gestorbenen Körpers. Es gibt keine Kontinuität zwischen dem Körper, den ich jetzt habe, und dem Körper in der Auferstehungswelt. Gott schafft einfach einen neuen Körper, der dem anderen absolut gleicht, in jeder Hinsicht identisch ist, damit nur, dass es eben nicht das Original ist, sondern ein Duplikat. Nun, ist eine dieser Theorien überzeugend, können wir mit einer dieser Theorien erklären, wie die Identität des Körpers über die Lücke hinweg gerettet werden kann. Schauen wir uns die erste Variante an, die Identitätstheorie. Identitätstheorien setzen voraus, dass die Materie des alten Körpers von Gott irgendwie wieder zusammengesucht werden kann, um den Auferstehungskörper zu produzieren. Und dieser Gedanke leidet unter einer ganzen Reihe von, sagen wir mal, technischen Problemen. Die These lautet, Gott sammelt am Ende der Zeiten alle Atome ein, aus denen mein Körper bestanden hat, und fügt sie originalgetreu wieder zusammen zu meinem neuen Auferstehungskörper. Klingt soweit ganz überzeugend, aber was ist denn eigentlich mit Atomen, die in mehr als einem Körper enthalten waren? Die Tradition diskutiert das ganz oft am Problem des Kannibalismus. Also was ist denn, stellen Sie sich vor, mit einem Schiffbrüchigen, der nach einem Unglück auf einer einsamen Insel angespült wird und aus lauter Verzweiflung beginnt, die Leichen seiner toten Kameraden zu essen, nur um zu überleben. Dann werden Bestandteile des einen Körpers in den anderen Körper integriert. Nun, was macht denn Gott dann bitteschön am jüngsten Tag? Wie kann er diese einzelnen Körper wieder auseinanderklamüsern, um die Auferstehungskörper zu produzieren? Die antike und mittelalterliche Tradition stellt sich das tatsächlich so vor, dass Gott es irgendwie wirklich schafft, eindeutig zuzuordnen, welche Bestandteile dieses Körpers nur diesem Körper zugehören und welche einem anderen zugehören. Aber so wirklich überzeugend ist das nicht, denn rein statistisch betrachtet ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Atom unseres Körpers bereits im Laufe der Geschichte mal Bestandteil eines anderen Körpers gewesen ist, praktisch gleich 1. Die Natur ist ein Kreislauf von permanentem Recycling, wenn Sie so wollen. Und die Materie, aus der mein Körper besteht, ist vorher bereits in einer endlos langen Kette durch irgendwelche anderen Körper durchgereicht worden. Es gibt keine eindeutige Zuordnung von einem bestimmten Materieteilchen zu einem bestimmten Körper. Das ist faktisch gesehen einfach nicht drin. Die Körper, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat, bestehen aus immer der gleichen Materie, die nur wiederverwertet wird, sozusagen. Wie soll dann die Kontinuität des Körpers gerettet werden? Wie kann die gleiche Materie, die jetzt meinen Körper ausmacht, am Tag der Auferstehung noch da sein?
Letzte Rettung in dieser Situation ist etwas, was der amerikanische Philosoph Peter van Inwagen vorgeschlagen hat und was er halb im Scherz und vielleicht auch halb im Ernst vorgeschlagen hat, nämlich stellen wir uns doch einfach mal vor, Gott schnappt sich im Moment des Todes entweder den Körper eines Menschen oder vielleicht auch nur die essentiellen, für die Person essentiellen Bestandteile dieses Körpers, also das zentrale Nervensystem, das Gehirn und sowas oder irgendwas in der Art, und ersetzt den Körper durch ein exaktes Faksimile. Also er stellt eine Kopie her und legt die dann in den Sarg statt der Person, die eigentlich vorher gelebt hat. Und er bewahrt dann irgendwo im Universum diese Originalteile auf bis zum Moment der Auferstehung. Das ist bekannt geworden unter dem etwas kuriosen Namen Body-Snatcher-Theorie. Einerseits ist das jetzt natürlich konsistent. Es garantiert die Identität der Materie und es garantiert, dass eine körperliche Kontinuität besteht zwischen meinem jetzigen Körper und dem Auferstehungskörper. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ernsthaft, so soll das funktionieren. Ob das eine überzeugende Theorie ist, das, naja, sei mal dahingestellt. Ein anderes Problem dieser Identitätstheorie besteht darin, sich zu fragen, was ist eigentlich das Stadium meines Körpers, das wieder auferstehen wird? Mein Körper verändert sich ja permanent. Ich werde älter, also ich altere, meine Statur, mein Aussehen und so weiter verändern sich. Welches dieser Altersstadien wird denn Gott wieder auferstehen lassen am Ende der Zeiten? Der Körper, wie er im Moment des Todes gewesen ist? Das wäre ziemlich unschön, insbesondere für diejenigen, die Opfer von Unfällen oder von Krankheiten geworden sind. Also wird er unseren Körper zu irgendwelchen Lebenszeiten wiederherstellen. Bloß zu welchen Lebenszeiten? Augustinus und viele andere in der frühchristlichen Tradition gehen davon aus, dass Gott den Körper im Alter von Anfang 30 wiederherstellen wird. Warum? Nun, weil eben auch Christus mit Anfang 30 wieder auferstanden ist. Wer in älteren Jahren stirbt, also wer die Anfang 30 bereits hinter sich gelassen hat, der wird von Gott wieder zurückversetzt in den ursprünglichen Zustand oder in den Zustand, in dem er gewesen ist, Mitte 30, Anfang 30. Und wer jünger stirbt, der wird von Gott dann so geschaffen, wie er ausgesehen hätte, wenn er Anfang 30 geworden wäre. Klingt plausibel, aber ist nicht jedwede Antwort auf diese Frage, in welchem Alter werden wir wieder auferstehen, eigentlich vollkommen willkürlich. Wie könnte es eine echte, plausible Antwort auf diese Frage geben? Das ist alles andere als klar. Und schließlich ein auch nicht ganz zu vernachlässigender Punkt: Was ist eigentlich mit defizitären Körpern? Also was ist mit Körpern, die schwere körperliche oder organisch-geistige Behinderungen haben? Werden diese Defekte auch weiterhin Bestandteil des Auferstehungskörpers sein? Wieso sollte ein guter Gott das zulassen? Aber wie könnte ein verbesserter Körper noch identisch oder kontinuierlich sein mit dem bisherigen Körper? Es ist nicht ganz klar, wie man diese ganzen Probleme der Identitätstheorie eigentlich lösen könnte. Und das spricht nun dafür, dass wir es vielleicht mal mit der anderen Variante probieren, mit Nummer 2, der Duplikattheorie. Diese Duplikattheorie umgeht natürlich all die Probleme, die sich bei der Identitätstheorie stellen. Also die aus der Annahme heraus entstehen, dass die Materie des Auferstehungskörpers und die Materie des lebendigen Körpers identisch sein sollen. Bloß bei dieser Duplikattheorie kommt ein anderes Problem hervor, nämlich was garantiert in dieser Situation eigentlich die Identität der Person? Ist es nicht eher so, dass Gott am Ende der Zeiten eine neue, eine andere Person erschafft, die einer früher existierenden Person sehr, sehr ähnlich ist? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen die gleiche Person wird mit einem duplizierten Körper wieder auferstehen und eine neue Person wird geschaffen? Diese beiden Szenarien scheinen sich gar nicht sinnvoll voneinander trennen zu lassen. Also es sieht so aus, als würde die Identitätstheorie hier, Duplikattheorie, hier genau so verstanden werden können, als sei das gar keine Fortsetzung meines Lebens, sondern nur der Beginn eines anderen Lebens, das meinem irgendwie ähnlich ist. Aber vielleicht hilft es ja weiter, wenn wir hier eine kleine Analogie heranziehen. Also stellen Sie sich vor, es gibt einen Fußballverein, der sich irgendwann wegen finanzieller Schwierigkeiten oder sowas auflöst. Ein paar Jahre später tun sich einige von den alten Mitgliedern des Vereins wieder zusammen und gründen den Verein neu. Unter dem gleichen Namen, unter dem er früher auch existiert hat. Es gibt auch noch das gleiche Vereinsheim und man benutzt den gleichen Fußballplatz wie früher und so weiter und so fort. Was würden wir denn von dieser Situation sagen? Nun, ich denke, es ist relativ klar. Wir würden sagen, dass es den Verein, der sich irgendwann mal aufgelöst hat, jetzt wieder gibt.
Es gibt also eine Lücke in der Existenz dieses Vereins, aber diese Lücke ist zeitlich begrenzt. Der Verein schließt in seiner Existenzzeit eine gewisse Lücke mit ein. Könnte das jetzt nicht bei der Person und ihrem duplizierten Körper genauso sein? Nein, könnte es nicht. Warum? Nun, bei dem Verein gibt es ja noch Verbindungen, die die Verknüpfung der getrennten Existenzphasen sicherstellen. Also wir haben zwei Phasen der Existenz, die eine Lücke einschließen, und es gibt bestimmte Fäden, die beide Existenzphasen über die Lücke hinweg miteinander verbinden. Zum Beispiel, wie gesagt, der gleiche Name oder dass man noch das gleiche Vereinsheim benutzt oder dass es noch ein paar von den alten Mitgliedern gibt und so weiter und so fort. Beim duplizierten Körper fehlt das. Es gibt keine verbindenden Fäden mehr zwischen den zwei Stadien der Existenz. Für das Identitätsmodell, also für die Identitätstheorie, erfüllt die Materie diese Funktion eines verknüpfenden Fadens. Die Materie, die gleiche Materie, hält die beiden Phasen der Existenz zusammen. In diesem Modell hier, dem Duplikatmodell, da geht das natürlich nicht. Warum sollte man jetzt also in diesem Duplikatmodell von zwei Phasen eines Lebens sprechen und nicht viel eher von zwei verschiedenen Leben? Ich sehe schon, welchen Einwand Sie an dieser Stelle erheben wollen, nämlich Sie möchten jetzt gerne sagen, ja, aber die unsterbliche Seele, könnte nicht die unsterbliche Seele jenes verknüpfende Band sein, das die beiden Stadien der Existenz miteinander zusammenhält? Ja, theoretisch könnte es das, und oft ist es auch in der Tradition so verstanden worden, dass die unsterbliche Seele genau diese Funktion erfüllt. Aber das setzt natürlich voraus, dass man dieses Konzept einer unsterblichen Seele eben wieder plausibel machen kann. Dass man also zeigen kann, wie die Identität der Seele die Identität der Person garantieren soll. Und dagegen gibt es eine ganze Reihe von Einwänden, die wir vor kurzem bereits besprochen haben. An dieser Stelle gibt es nun in der Gegenwart einen ganz interessanten Rettungsversuch, der von John Hick unternommen wird. Und zwar stellt Hick ein Gedankenexperiment an. Er sagt, stellen wir uns doch mal Folgendes vor. Eine Wissenschaftlerin sitzt gerade in einer Konferenz in London und hört dem Vortrag eines Kollegen zu oder so etwas. Dann verschwindet sie plötzlich. Von einem Moment auf den anderen löst sie sich buchstäblich in Luft auf und taucht instantan im gleichen Moment in New York wieder auf. Ihr Körper ist absolut der gleiche, also die Zahl der Haare auf ihrem Kopf, die Größe ihrer Muttermale, der Inhalt ihres Magens, alles das ist absolut identisch. Es gibt auch keinen Bewusstseinsverlust. Sie erinnert sich an alles bis zu dem Moment, wo sie verschwunden ist, und dann wieder ab dem Moment, wo sie wieder aufgetaucht ist. Also kein Blackout, keine Lücke in ihren Erinnerungen, sondern ihr Bewusstsein ist kontinuierlich da gewesen. Es gab nur einen ganz harten Schnitt zwischen, in diesem Moment sitze ich in London, im nächsten Moment bin ich in New York. Was würden wir nun in dieser Situation sagen, fragt sich Hick. Nun, ohne Zweifel ist das eine ziemlich seltsame Situation und wir wären ein bisschen irritiert, wie das eigentlich passieren konnte. Aber ich denke, es ist relativ plausibel, dass wir zugestehen müssten, die Wissenschaftlerin, die jetzt in New York sitzt, ist die gleiche, die da eben noch in London gesessen hat. Also die Person, die in London verschwunden ist, ist eben jetzt auf mysteriöse Weise in New York aufgetaucht. Aber es ist keine andere Person. Sicher, die Sache ist ziemlich komisch und metaphysisch sollte man sich vielleicht auch mal fragen, was um alles in der Welt passiert sein mag, dass sie an einem Ort plötzlich verschwindet und am anderen sofort wieder auftaucht. Aber das beeinträchtigt nicht die Tatsache, dass wir sie bereits als dieselbe anerkennen können. Und jetzt sagt Hick, variieren wir das Szenario doch mal ein kleines bisschen. Jetzt stellen wir uns nicht mehr vor, dass sie in London verschwindet und in New York wieder auftaucht, sondern dass sie in London stirbt und in New York wieder auftaucht. Das ist noch etwas seltsamer als die erste Variante, denn die Wissenschaftlerin könnte sozusagen von New York nach London zurückkehren und sich ihre eigene Leiche anschauen, was sicherlich irgendwie komisch ist, aber trotzdem hätten wir keine Probleme zu sagen, es ist die gleiche. Diejenige Person, die jetzt in New York ist, ist dieselbe, deren toter Körper gerade in London liegt. Juristisch gesehen dürfte das Ganze kompliziert werden und Anwälte werden eine Menge Spaß daran haben zu diskutieren, ob jetzt die Erben dieser Wissenschaftlerin erbberechtigt sind oder nicht. Aber die Identität der Person steht für uns in dieser Situation eigentlich nicht in Frage. Und dann hat Hick uns da, wo er uns haben möchte, und sagt, jetzt variieren wir das Szenario nochmal ein kleines bisschen und sagen, die Wissenschaftlerin stirbt in London und taucht nicht in New York wieder auf, sondern in einer Auferstehungswelt. Nun, und wenn wir jetzt in den ersten beiden Szenarien kein Problem damit gehabt haben, anzuerkennen, dass die Wissenschaftlerin immer noch dieselbe ist wie vorher, warum sollte das jetzt auf einmal ein Problem sein?
Also ist es doch vorstellbar, dass eine Person nach dem Tod irgendwo anders wieder aufersteht und dass die Identität dieser Person über diesen seltsamen Prozess hinweg sichergestellt bleibt. Auf den ersten Blick sieht das Ganze jetzt auch eigentlich plausibel aus. Aber nein, ist es doch nicht, denn Hicks Gedankenexperiment und Hicks Lösung dieses Problems gehen an der eigentlichen Frage vorbei. Die Frage ist ja nicht, ob wir bereit sind, irgendeine Person nach ihrer Auferstehung als dieselbe Person anzuerkennen oder zu behandeln, als wäre sie dieselbe Person. Es geht um die Frage, ob sie noch dieselbe Person ist. Das ist nicht das Gleiche. Es muss zumindest nicht in allen Fällen das Gleiche sein. Normalerweise behandeln wir eine Person als die gleiche Person, weil wir davon ausgehen, dass sie in Wirklichkeit die gleiche Person ist. Aber diese beiden Fälle können natürlich auseinandertreten. Selbst wenn alle eine bestimmte Person für die gleiche Person halten, eventuell sogar die Person selbst, könnte sie es ja auch nicht sein. Stellen Sie sich einen perfekten Betrüger vor, der alle darin täuschen kann, dass er vorgibt, ich weiß nicht, Bill Gates zu sein oder was weiß ich was. Vielleicht glaubt er sogar selbst, Bill Gates zu sein und kann jeden darin täuschen, dass er vorgibt, Bill Gates zu sein. Macht ihn das zu Bill Gates? Nein, selbstverständlich nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen andere und auch sich selbst so behandeln, als ob man jemand wäre, und jemand sein. Ein Duplikat ist also einfach nicht das Gleiche wie ein Original, egal wie gut das Duplikat ist. Nochmal ein interessantes Beispiel von Peter Van Inwagen, das er hier in diesem Kontext bringt. Er sagt, stellen wir uns doch mal vor, es gäbe ein bestimmtes Kloster, das behauptet, ein Originalmanuskript von Augustinus zu besitzen, das von eigener Hand von ihm verfasst worden ist. Dummerweise wurde dieses besagte Manuskript im Jahre 457 nach Christus durch ein Feuer zerstört. Wie kann es denn dann noch existieren, fragen Sie sich. Nun, die Mönche des Klosters antworten Ihnen, es wurde im Jahre 458 auf wundersame Weise von Gott neu erschaffen. Das heißt also, dieses Manuskript ist ein Duplikat. Aber wenn es ein Duplikat ist, dann kann es nicht mehr dasselbe Manuskript sein. Dieses Manuskript, das im Jahre 458 erschaffen wurde, ist niemals mit Augustinus in Verbindung gekommen. Es ist niemals von seinen Händen berührt worden, denn Augustinus war längst tot, als dieses Manuskript entstanden ist. Das Duplikat ist nicht das Original und es kann auch nicht das Original sein. Und das ist eine begriffliche Unmöglichkeit. Es ist ein Widerspruch in sich, dass ein Duplikat und ein Original identisch miteinander sind. Auch ein allmächtiger Gott kann das nicht bewirken. Gott kann kein Duplikat erzeugen, das identisch mit dem Original ist, weil das bereits einen Widerspruch in sich enthält. Genauso wenig kann Gott ein Viereck mit fünf Ecken erschaffen. Das ist nicht, weil Gott irgendwelche Defizite hätte oder weil Gott irgendetwas nicht könnte, sondern weil es nicht möglich ist, diese Sache überhaupt zu können. Also, wir stehen vor einem Dilemma. Entweder gibt es eine Kontinuität des Körpers. Dann kann ich auch mein Auferstehungskörper sein. Dann kann ich nach der Auferstehung die Person sein, die ich vorher gewesen bin. Aber dann ist nicht klar, wie das überhaupt funktionieren könnte. Wie also diese Kontinuität zwischen meinem jetzigen Körper und dem Auferstehungskörper sichergestellt werden kann. Oder es gibt ein Duplikat nach der Auferstehung. Und dieses Duplikat hat keinerlei physische Kontinuität mit meinem jetzigen Körper. Dann allerdings gibt es keine Auferstehung von mir. Dann gibt es nur den Beginn des Lebens eines neuen Lebewesens, das denkt, es sei mit mir identisch. Aber mein Leben ist trotzdem vorbei und auch Gott kann dieses Leben nach meinem Tod nicht wiederherstellen.